Australien ist ein wunderschönes, riesiges Land. Ich bin natürlich geradeaus zum Opernhaus hingelaufen. Bei den Leuten, wo ich gerade bin, mache ich Woofing. Das mache ich in ganz Australien für die nächsten Monate. Ich bin jetzt gerade ja im australischen Winter, aber es bleibt eigentlich immer bei ungefähr 20 Grad plus minus. Hallo, hier ist wieder Kati. Ich melde mich aus Sydney mit einem Update. Also, ich bin jetzt seit einer Woche ziemlich genau in Sydney und ich habe schon ein Gefühl gehabt, dass mir Australien total gefallen wird, aber ich glaube, dass ich hatte wirklich nicht so viele Erwartungen, aber die wurden wirklich alle übertroffen. Australien ist ein wunderschönes, riesiges Land. Als ich angekommen bin, bin ich vom Flughafen aus direkt mit dem Zug nach North Sydney gefahren, wo mich meine Gastmutter abgeholt hat, Katie. Und genau, hier bin ich gerade bei Katie und Gus, meinen Gastgebern. Die haben ein wunderschönes Haus. Natürlich von der Bauart ein bisschen anders, wie wir es in Deutschland kennen würden. Aber die beiden haben zwei Hauskatzen, die deswegen nicht nach draußen dürfen, um die ich weiß nicht, ob es wenig oder viel Vogelarten, die es hier gibt, die eben unter Schutz stehen. Und damit diese Vögel nicht von Katzen gefressen werden, wollen sie dazu beitragen. Deswegen dürfen ihre Katzen nicht nach draußen. Aber es ist auch okay. Also für die tut es mir ein bisschen leid, aber die sind wirklich sehr süß. Und das Verrückte ist, dass die Gastgeber den Katzen beigebracht haben, auf ein normales Menschenklo zu gehen. Also die springen wirklich auf den Kloschüsselrand, machen ins Klo und alle paar Stunden muss man dann reingehen und auf die Spüle drücken, weil spülen haben sie noch nicht gelernt, aber ja, sehr lustig, sowas habe ich noch nie gesehen. Ansonsten mein Gastvater ist pensionierter Fitness-Coach-Boxlehrer. Da war ich auch schon bei einem seiner Sportklassen, Boxklassen mit dabei. Ich würde schon sagen, ein Fitnesscoach in Fleisch und Blut, wie man sich vorstellen kann. Also der hat den jungen Hüpfern, den jungen Menschen echt richtig Beine gemacht, einschließlich mir. Aber hat riesig Spaß gemacht. Also ja, ist immer cool, etwas Neues auszuprobieren. Katie arbeitet bei einem großen Medizinkonzern. Genau, wo es oft darum geht, medizinische Produkte, die rauskommen, zu etablieren. Das ist, glaube ich, grundsätzlich, was ihre Arbeit so ausmacht. Aber ich bin kein Fachmann, deswegen, genau, sie arbeitet bei einem Medizinkonzern. Ich war schon einmal draußen in der Stadt in Sydney. Ist man eigentlich auch ziemlich schnell mit dem Bus. Und ich bin eigentlich natürlich geradeaus zum Opernhaus hingelaufen. Und danach direkt in den Royalen Botanischen Garten, der eigentlich danach fast so ein bisschen übergeht vom Opernhaus weg. Und das hat mich so angezogen, das ganze Grün und die wilden Pflanzen, die Palmbäume, die Farnbäume. Das war alles so exotisch und wunderschön, ja, dass ich da die nächsten Stunden irgendwie hängen geblieben bin, anstatt mir noch weiter die Stadt und die Innenstadt groß anzugucken. Aber das ist, ja, war ich eigentlich sehr glücklich damit. Also ich kann sagen, es ist echt sehr interessant, die Leute zu beobachten. Also ich war jetzt auch schon an ein paar Stränden hier in der Umgebung. Das ist natürlich auch toll. Sydney ist direkt am Wasser gelegen. Man hat es nicht besonders weit zum nächsten Strand. Gibt es einige. Und ich bin dann sogar mit jemand anders zusammen von einem Strand zum nächsten. Also eine kleine Strandtour haben wir gemacht. War sehr schön. Einer war schöner wie der andere. Richtig feiner Sandstrand mit richtig klarem, tiefblauem Wasser. Also echt sehr schön. Und ja, die Leute scheinen auch sehr gelassen, was ich irgendwie verstehen kann, wenn man an einem der Metropolen in der Welt wohnt, wo über 300 Sonnentage im Jahr sind, wo es gefühlt immer warm und sonnig, wo meistens immer Musik irgendwo ist, besonders am Strand, wo Leute sind, die gute Laune haben. Also ja, einen richtigen Winter gibt es hier eigentlich gar nicht.
Also ich bin jetzt gerade ja im australischen Winter, aber es bleibt eigentlich immer bei ungefähr 20 Grad plus minus. Der Wind ist manchmal ein bisschen frisch, aber sonst, also kein Vergleich zum deutschen Winter. Sehr angenehm, finde ich. Bei den Leuten, wo ich gerade bin, mache ich Woofing. Das mache ich in ganz Australien für die nächsten Monate. Das heißt, ich gehe oder reise von Gastfamilie zu Gastfamilie, wo ich immer 1 bis 2 Wochen plus minus ungefähr bleibe. Und dort, also das ist das, was Woofing ausmacht, man geht in die Familie, die Familie gibt einen ein bisschen Arbeit. Hier ist es, sind es 20 Stunden in der Woche, die ich für komplett freie Kost und Logis arbeite für die Familie. Ich habe Gartenarbeit schon gemacht, ich habe Auto schon geputzt, Unkraut gejätet, so etwas in der Richtung. Aber das kommt natürlich auch auf die Familie drauf an, denn viele Farmen, Bauernhöfe bieten das auch an in Australien oder anderen Ländern, wo man hauptsächlich Farmarbeit verrichtet. Da kann es sein, dass ich die nächsten Monate da auch noch ein bisschen was mitnehmen werde. Genau, das ist so das Grobkonzept. Und also ich kann echt nur sagen, so herzlich wie die Familie mich aufgenommen hat und eingegliedert hat, das ist, ja, hat man nicht überall. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Also ich wurde direkt aufgenommen. Die Familie nimmt mich zu Ausflügen mit, zeigt mir die Umgebung, redet total viel mit mir oder erklärt mir, was der australische Lebensstil so ein bisschen ausmacht. Also, so viel ich schon weiß, wissen die Australier sehr gutes Essen zu schätzen, guten Wein, der hier natürlich auch mit angebaut wird. Sind sehr, sehr offen und überraschend offen, gerade wenn es um kulinarische Experimente geht und natürlich auch um Leute, die sie kennenlernen. Und ja, also sehr entspanntes Völkchen, kann ich schon mal sagen. Ich war vor kurzem sogar Whale Watching, also Wale beobachten mit der Familie. Das war sensationell. Also wir standen direkt oben an der Küste und haben beobachtet, wie die, also wirklich so 5, 6 Wale, nicht so weit weg von uns, immer abwechselnd aus dem Wasser sich erhoben haben. Manchmal hat man nur die Flosse gesehen, teilweise hat man aber sogar auch fast den ganzen Wal gesehen. Also ja, noch nie vorher gesehen. Sehr schön. Das war jetzt halt ein kurzes, mehr oder weniger Update. Ich melde mich auf jeden Fall bald wieder. Ansonsten bis dahin, ja, haltet die Ohren steif.